Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, bei Ages of Dragon, also Zeitalter des Drachens. Und wir müssen ja diesen Drachen, den Großen, besiegen. Fürst. Nein, wie heißt er schon wieder? Irgendwas mit der Lehre oder so etwas. Härter Lehre oder Zeitalter oder so. Ah, ich weiß nicht mehr auswendig. Aber den müssen wir noch besiegen, weil wir müssen zu Ages of Winter. Und dort die Devations holen. Das ist ein Amulett, ein Unique-Amulett. Müssen wir dann erfahren. Und wir werden wahrscheinlich diesen Shade of Aribis dann dort auch doch besiegen können schon. Sonst habe ich eben noch einen anderen Bild. Den farme ich jetzt gerade. Der braucht ein paar gewisse Items aber noch, dass er gut Bosse besiegen kann. Die dauern noch ein bisschen dort mit dem Bild. Das ist ein Tornado-Bild, der auf Donner... Also Blitzbolzen geht. Und die Blitzbolzen machen gegen Bosse noch ein bisschen zu wenig Schaden. Und deshalb, ja, ist einfach nicht so. Also er braucht einfach lange. Nicht so der Bosskönner leider. Aber so fürs Farmen, ey, mega chillig. Die Gegner sitzen einfach so mitten im Wirbelwind fest. Noch, ich muss es bald wieder wegmachen, dass ich nicht mehr mit den Wirbelwinden... anziehe mit den Tornados. Aber, ist irgendwie vom Bild gewollt, dass man halt Doppelcasts hatte. Ja, dafür. Genau. Und dafür möchte ich natürlich auch ein bisschen zäher noch werden. Also es dauert noch ein bisschen, bis ich den wirklich hervorstellen kann. Wirklich effizient benutzen will. Ihr wollt ja nicht ineffektive Beats sehen. So. Die Parts, wo ich dann nicht mehr so weiterkomme, die werden halt wenig geschaut. Ich weiß nicht, wieso so viele Leute irgendwie Mühe haben, wenn es ein bisschen hartnäckiger wird. Also wird es auch langweilig sein? Ich finde es manchmal gut, wenn die Leute, die spielen, auch ein bisschen Mühe haben. Aber das kann man halt nicht immer so mega... vermeiden, oder? Ist der Mensch so penibel geworden? Oh, 35 Blockchance plus 16? Ist ja fast besser als unser Schild. Also da bekommen wir halt immer extra Schutz noch und so. Aber irgendwie ist dieses Schild besser. Was glaubt ihr? Soll ich es nutzen? Ist halt so süß. Feuerbeständigkeit brauchen wir nicht. Blockchance 26 und dann bekommen wir 11 Blockchance pro Stapel. Goldene Egg ist dazu. Ja, es ist schon besser, das Unique. Also das, dieses Schild hier, wie geht das ausgelöscht, ist doch noch ein bisschen besser. Ich dachte, es wäre weniger, aber ja, die Stapel, ich weiß nicht, sind es 3, 4? 4 sind es sogar. Boah, das gibt ja mega gute. Ich hätte nie gedacht, dass das Schild so stark sei. Okay. Runde des Aufstiegs wieder. Weil ich bräuchte diesen Eiszepter noch. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber es gibt so einen Eiszepter, das mega viel Eisschaden hat. Und Nova, Tundra Nova, genau. Auslöst. Und das ist wahrscheinlich auch ziemlich gut, wenn man so viel hittet. Es ist ein tolles Echo hier. Und das Leuchtfeuer, ja. Müssen wir noch machen. Das ist ein Leuchtfeuer-Echo. Das ist natürlich, macht auch immer wieder Spaß, eine kleine Arena, wo man auch rauslaufen kann. Finde ich ziemlich geil. Man bekommt aber dann einfach keine Punkte, oder? Ist ja klar, man ist ja nicht in der Arena. Dennoch, wenn man mal ein bisschen zu intensiv den Gegner hat, kann man einfach rauslatschen. So, aber die Gegner spawnen hier drinnen nicht so häufig. Ich tue mal ein bisschen mehr die Sigil der Hoffnung einsetzen. Ich habe eigentlich genügend Mana jetzt, also ich könnte sie das einsetzen. Ich setze hier noch nicht so gerne ein. Also es ist für mich besser, wenn ich es manchmal gar nicht einsetze. Weil man bekommt es ja sowieso eh
weghin. Und das ist wahrscheinlich Maximum jetzt momentan. So, sehr schön. Schauen wir mal, ob es wieder etwas Cooles zu entdecken gibt. Im letzten Part gab es ja ziemlich gute. Ja, zum Beispiel hier. Genau, machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Ich nehme nicht dieses Buch. Das untere ist wahrscheinlich leichter dann. Weil Abklingzeiten plus dann der Schaden ist mir ein bisschen zu viel. Und wieder Götzen. Sehr schön. Oh, geil. Also sammeln wir noch die, die wir noch nicht so haben. Oh Gott. Dieser Gegner möchte ich jetzt nicht gerade hier am Spawn haben. Geh weg. Oh, ist mir ein bisschen zu hot. Wieso sind hier Gegner mit Hotten? Ich habe so viel Feuerresistenz durch das Schild. Es ist gut gerollt, wirklich gutes Schild. Okay, schade, die anderen. Ja, es ist einfach zu low, oder? Die Werte sind zu low. Also ein guter Resistenzwert, dann ist einfach viel zu low. So, wunderbar. Also hier müssen wir einfach in eine Richtung gehen, das ist ein leichtes Echo. Eine leichte Map. Jo. Ah, ja, es ist jetzt schon 6 Minuten her, aber ich möchte einfach für die Leute, die noch mich zuhören, einfach kurz informieren. Es geht gesundheitlich mir ein bisschen Stück wieder besser. Aber dennoch kann es wirklich sein, dass ich mal eine Pause machen muss. Entweder bin ich in einer Klinik oder ich bin einfach so schmerzerfüllt mit meiner Nervenkrankheit, dass ich momentan einfach nicht viel machen kann. Also das heißt, ach nicht, Kopf nicht. Das habe ich heute schon wieder müssen sagen, nee, ich tue nicht Livestream, ich wollte eigentlich Minecraft bringen. Und kann es einfach nicht, weil ich nicht so viel denken kann. Es ist zu mühsam zu denken, wenn du so viel Schmerzen hast, wenn du einfach diese Nervenkrankheit dann so stark hast. Also tut mir einfach leid, falls es eben manchmal ein bisschen schwer ist, für mich nicht zu sehen. Kommt dir kaum vor, oder? Nee, ich weiß, dass das wirklich tolle Leute sind, die mir zusehen. Und einfach besten Dank, auch wenn ich eben schwer krank bin. Das ist wirklich eine der schlimmsten Krankheiten auf der Erde. Und ich bereue es überhaupt, das rausgefunden zu haben, dass ich die Krankheit überhaupt habe. Ich hätte gedacht, es wäre einfach liegt an mir oder dass ich nicht so viel machen möchte. Das ist gar nicht Gehirnaktivität, das sind Nervenaktivitäten. Das kann das Gehirn dann auch nicht heilen, falls es einfach will. Es gibt ja viele psychische Krankheiten, die auch nicht kontrollierbar sind. Aber bei mir ist es 0% oder ein bisschen psychisch, oder? Ich weiß nicht, wie viel kann das Gehirn überhaupt selber heilen? Das Wenigste, oder? Aber wieso sagt man dann, es ist vielleicht auch psychisch, wenn es über die Nerven geht? Dann sind es ja die Nerven. Also ich verstehe nicht, was die Ärzte da immer wieder... Die sind ja Psychiater, die wollen ja, dass ich psychisch krank bin. Stimmt. Ja. Nee, es ist überhaupt nicht psychisch. Also es kommt einfach random. Ich kann das nicht beeinflussen. Ich möchte ja ständig arbeiten für euch, damit ihr es wohl habt. Ich will euch nicht vermissen. Jetzt in einer Klinik zu sein oder so, wäre wahnsinnig nervig für mich. Ich könnte es einfach nicht. Ich vermisse euch dann so sehr. Ja. Echt. Das ist jetzt ein bisschen gespielt natürlich. Genau. Mich nehmen zu viele ernst, habe ich gedacht. Also es ist halt so, wenn jetzt ich irgendwie einen Streit mit jemandem habe, dann bin ich immer derjenige, der dann auch ein bisschen spielt. Bin nicht einer, der Streit oder so gerne haben will. Ich möchte den Streit vermeiden und mache deshalb auch manchmal ein bisschen, wie sagt man so schön? Ich glaube, ich brauche Arena-Schlüssel noch. Wir wollen ja noch die Arena weitermachen. So, da müssen wir hier rein. Ja, es ist wirklich wenig. Genau. So, und jetzt müssen wir noch hier abladen. Oh, wie viele Unix wir haben.
Und ja, die ist neu. Hier, genau. Sehr gut. Ist der Rüstungsbruch noch besser drauf? Ist Echo-Schaden oben? Ja, ja, ist besser. Aber das Level ist zu hoch. Uiuiui. Nein, du nicht. Du bist hier nicht willkommen. So, wunderbar. Also, Kiste haben geöffnet. Ah, noch kurz in den Shop schauen. Habe ich jetzt das Thema beendet, da mit dem... Jo. Wehren sich, also... Ein Streit ist ja eigentlich dazu da, gelöst zu werden. Und manche haben irgendwie so das Gefühl, sie streiten einfach die ganze Zeit. Es gibt immer diese Reactions zu irgendwelchen Streitpersonen. Vielleicht schaut ihr sie auch ein bisschen. Weil ich da nicht so viel mitbekomme. Also, ja. Es gibt ein paar deutsche YouTuber, die immer gerne streiten. Und die Streite werden meistens lange geführt. Und dann sehe ich eine Reaction darüber, aber ich kenne die YouTuber gar nicht, oder? Und da frage ich mich manchmal, was haben denn die für Probleme? Wieso müssen sie den Streit so mega ausüben, obwohl sie einfach lösbar sind? Das sind auch wieder zwei Items, die ich einfach brauche. Ich will aber Schreine nehmen. Oh, das Kämpfer sind immer toll. Ja, wir haben auch Giftresistenz. Nö, nicht so viel Strom. Egal. Hauptsache, sie machen nicht so viel Schaden. Genau. Und ich bin einer, der Streit relativ schnell beendet. Ich hatte jetzt einen Champion zu Fregnum wegen den Livestreams kurz ein bisschen Probleme gehabt. Und, ja. Ich habe den Streit relativ früh beendet und trotzdem haben andere Leute dann noch dazwischen gefunkt und das sehr lange. Ich musste mich natürlich dann auch noch ein bisschen rechtfertigen, weil, ja, ich weiß nicht, ich heiße Basler zum Nachnamen auf YouTube und auf Ding und alle vergleichen mich mit Mario Basler. Das ist ein Ex-Fußballer bei Bayern München gewesen, glaube ich, Verteidiger oder so. Und der hat irgendwie in Deutschland sehr viel Kritik sagt er immer wieder, oder? Er macht irgendwo mit, wo er über andere Leute, über andere Fußballer lästert und so. Und da hab, also ich kenne ihn aus Schweiz überhaupt nicht. Er hat nur einen Schweizer Namen, also von einer Stadt, oder? Und ich vergleiche ihn auch nicht mega, aber andere vergleichen mich immer mit dem. Da müssen sie mit mir natürlich noch mehr streiten, irgendwie ist das ganz... Wieso machen das Leute? Sind die blöd? Ich weiß es nicht. Wieso muss man wegen dem Nachnamen die Leute vergleichen? Sind die wirklich dumm? Geht's noch? Nee, also... Ich frage mich gerade, weil ich eigentlich niemandem so richtig dumm nenne. Also, ich hab's jetzt einfach als Beispiel. Also, nee, weißt du... Jo, wieso machen sie es überhaupt, oder? Es ist... Es ist einfach nur Alberei, habe ich das Gefühl. Die Leute fühlen sich besser, wenn sie etwas jemandem runtermachen können. Oder eben, ja. Aber wieso? Wieso ist die Community so toxisch manchmal, wenn man irgendwie etwas, ja, andeutet, oder? Also ich habe nicht begonnen mit Kritik. Ich habe nur gesagt, bitte hör auf, mich immer anzugreifen. Muss der so klein kindeln? Das war der Smiles. Und der ist bekannt im Discord, weil er in-game auch immer so Sachen macht, die einfach unartig nervig sind. Jetzt habe ich mich einfach mal kurz gesagt, bitte, ich habe es gehört, dass du immer wieder Leute angreifst. Oder das ist ein Open PvP-MMORPG. Und... Das macht man eigentlich nicht, weil man das auch vermeidet. Also die meisten Leute vermeiden das. Da muss nicht einer die ganze Zeit irgendwo stehen und Leute abfangen, nur weil er Bock drauf hat oder so. Damit nervt er viele Menschen. Also habe ich es auch mal gesagt und schon hat
also er und ein paar andere vom gleichen Volke mich angegriffen. Es war so lächerlich. Also, als würde ein Spiel mit drei Völkern dazu da sein, um andere von den anderen Völkern runterzumachen, aber richtig runterzumachen. Ich habe mich nicht beirren lassen. Also, es ist überhaupt nicht schlimm für mich gewesen, aber scheinbar für die ja besonders schlimm. Die haben ja so sehr gelitten darunter, dass einer von einem blauen Volk, einem grünen Volk, die Nase, also der Ding aufzeigt, oder? Was halt in Ordnung ist und was nicht. Aber ich habe nur kurz geschrieben, ja, so aus Smileys, bitte hör auf damit. Und damit hat er ein mega Problem gehabt. Das Spiel wäre so gemacht und so. Eher nicht. Also das der Krieg schon, aber man mischt sich nicht einfach dann irgendwo unter das blaue Volk und ermordet Leute, die einfach durchlaufen oder leveln oder ja, einfach nur reiten. Es ist abartig. Ja. Ja, es ist einfach für die Leute, die dann Opfer sind, einfach mega nervig. Man muss wieder dorthin reiten. So. Man tut einfach den anderen Spaß verderben. Aber wieso? Ich frage mich, wieso? Man spielt doch, dass man Spaß hat. Dann kann man es doch den anderen auch ein bisschen gönnen. Und fair alles machen. Ja, nicht gerade überall mit seinem Mega-Suchtcharakter dann den Spaß verderben, weil er besser ist als die anderen. Ich glaube, Menschen sind echt schlimme Egomanen. Sie wollen es halt wirklich in den Spielen und so ausüben und sind wahrscheinlich extremst einsam. Die haben vielleicht nur diese zwei oder drei, die dazwischen gefunkt haben und sonst niemand, alle sind gegen die. Dann müssen sie so sein, oder? Aber machst du nicht, tust du dich nicht auch für andere ein bisschen besser dastehen lassen, wenn du so Probleme hast und dich einsam fühlst? Ich scheinbar nicht. Sie machen genau das Falsche. Genau das Falsche. Also ich werde wahrscheinlich einen Warlock in nächster Zeit spielen. Aber ich brauche da ein paar Uniks. Zuerst noch. Rüstung brauche ich. Boah, schon wieder Stärke, aber. Das skaliert halt nicht auf Stärke. Und das andere auch nicht. Da, die Windbolts. Wo ist es? Das kann ich ausgelöst. Das ist wirklich ein Stück. Ich nehme die Stärke-Sachen mal nicht direkt mit. Erhöhte Gesundheit brauche ich aber. Und Feuerbeständigkeit brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Weil diese Sachen droppen wahrscheinlich wieder öfters, als man es gerne hätte. Schon wieder immer noch das gleiche Inventar. So. Jo, machen wir weiter. Ja, das ist ja easy. Aber nein, dreimal. Okay, die zweite Mission haben wir dann freigespielt. Es ist, ja, jetzt natürlich noch ein bisschen länger geworden, aber die Echos allgemein sind interessanter, oder? Es geht zwar länger, um den Balken zu füllen, da hat man einfach viel mehr Spaß. Eben diese Blockchance-Schilder. Ich weiß nicht, ich sammle sie jetzt langsam nicht mehr an. Aber falls wir wirklich einen Unicard verderben, brauchen wir ja nochmals ein Blockschild. Ja. Wenn ein Legendary einfach schlecht rollt, dann haben wir halt einfach das Problem, dass wir dann wieder eins finden müssen. Und deshalb lieber sammeln noch. Und einfach den besten Wert dann auch finden. Ich habe also die Kiste ja immer noch nicht aufgedeckt. Also in dem nächsten Zyklus spiele ich Solo Sevant. Das bringt ja überhaupt nicht irgendwie Dings spielen. Und dann mache ich das so, dass ich. So, hat er jetzt irgendwie so etwas gecastet? Komisch. Ja, ein Zusatz noch. Dass ich halt einfach sofort eigentlich los sortiere. Schön langsam natürlich. Jo, und mich auch wirklich ein Bild festlege. Der Warlock hat mir schon überzeugt. Er hat Spaß gemacht, aber ich dachte, er kommt wirklich langsam vorwärts wegen dem Dot. Aber ich hatte aufgehört. Da ich einen besseren Bild, ich vorgestellt habe.
Und jetzt sind wir halt nochmals weiter und nochmals weiter ge. Nein, ich glaube nur drei. Ich weiß gar nicht, wie viele Beats wir schon gemacht haben im Cycle One. Aber, jo, das Spiel zwingt uns ein bisschen. Wir wollen so schnell wie möglich vorwärts kommen. Deshalb machen wir die neuen Beats. Und es ist wirklich bei vielen Spielen, wie ich unten im Chat immer lese, dass sie einfach die Ding vorstellen. Also extrem viele Beats sich aussuchen und am besten einfach ganz hoch spielen. Die haben Zeit. Ey, wie einer den ganzen Tag unten chatten kann. Was jetzt gerade jetzt? Chatten sie irgendwie gar? Wieso chatten die um 21:36 Uhr nicht? Aber dafür den ganzen Morgen, ganzen Nachmittag, also sogar in der Nacht um 4 Uhr morgens intensiver als jetzt? Keine Ahnung, jetzt will gerade momentan niemand chatten. Ja, und ich mache ja manchmal auch ein bisschen mit. Ja. Wenn jemand ein Item postet, das zum Beispiel ein speziellen T7-Wert oder so hat. Ich tue dann manchmal einfach ein Item posten, das auch einen T7-Wert hat oder so. Einfach als, oh, ich habe das auch. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen zufrieden dann. Andere machen es nämlich auch ständig, oder? Aber es ist nicht irgendwie schwanzvergleich. Nein, also es ist, ich spiele Solo Selfa und also darf ich das auch zeigen. Weil ich verkaufe es ja nicht. Aber andere, die dann Schwanzvergleich machen, das sofort verkaufen oder ja, es ja trotzdem nur zeigen, die machen ja ständig Werbung damit, oder? Also es ist besser, wenn ein Solo-Selfie das zeigt wie ich, als jemand, der, jo, genau, ein etwas immer verkauft oder so. Und deshalb tue ich da einfach ein bisschen dazwischenfunken. Deshalb zeige ich einfach meine Items da noch. Und dann sind Leute echt gerne manchmal mich beglückwünschen und so. Ich finde das so toll, dass hier in Last Epoch unter der Community die Items noch wirklich beliebt sind, oder? Na, ich habe das in Diablo 2 immer so gesehen, dass die Leute dann echt böse waren zu den Leuten, die mal etwas Gutes gefunden haben. Ich habe halt manchmal mehr Glück als andere. Das ist einfach so. Kann ich ja das dafür? Bin ich dann wirklich derjenige, der am meisten eitel ist und Leute nerven würde damit? Ich mache es ja nicht viel. Vielleicht einmal pro Woche. Aber es ist irgendwie lustig, wie manche ein Item posten und dann gar nicht mal zufrieden sind. Und ein anderer postet dann einem zurück und dann sind alle glücklich. Also, ich weiß nicht, ob in meine Schuhe. Mit 30 oder T7 hat wirklich so extrem selten sind, weil die sind ja Max oder Rang 7, Bereich 26 bis 30 und ich habe 30. Und hier auch. 10 Blockschuss ist aber Rang 7, Rang 5, 10 bis 12 und da habe ich das Schlechteste von Blockschuss. Aber dafür habe ich Rang 7 mit Feuerbeständigkeit und dort ist es bis auf 4 niedriger als Max. Also, jo, die Schilde, also die zwei sind halt immer sehr gut. Und von dem brauche ich einfach das Primalisten-Ding, ja, mit einem zu Primalisten-Fertigkeiten. Das finde ich einfach nicht, oder? Obwohl ich sehr viele Schamanen gespielt habe schon. Naja. Ich habe ihn. Nein, ich habe den. Ich habe nichts über Glück gesagt. Immer wenn ich Glück anspreche, habe ich Yes. Glück. Du Leute, jemand manipuliert mich. Meine Güte. Also kann ich den anderen Bild doch zeigen. Also ja, ich brauche noch so ein von Hierof, von den Aegis of Winter, der Boss, von Mennoniten. Der droppt noch eine Krone und die brauche ich noch. Und sonst brauche ich noch so viele Idole. Also. Ja. Er sagt schon Götzen, genau. So, da muss ich noch kurz setzen. Gut, haben wir. Ja, noch kurz Zeit. Sehr schön. Für das Echo. Für unser Echo am Anfang vom Part und für unser Echo am Ende des Parts. Ist das nicht schön, irgendwie,
Ich fühle mich gerade echt wieder so ein bisschen aufgeschwungen vom Spiel. Das Spiel mag mich einfach ein bisschen. Ich habe wieder ein Bild, den man einfach benutzen kann. Vielleicht auch noch Empowered schaffen. Aber das Amulett ist halt sehr wichtig. Also ich möchte eventuell schon mit diesem Bild das Amulett der Division auch finden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich finde es natürlich mit dem Schamanen, der dann einfach besser, ja, die Gegner besiegen kann. So, erhöht die Gesundheit. Nehmen wir mit. Also Gesundheit ist bei den meisten Beten nötig. Dass man diese Exalted Sachen in den Legendaries auf Gesundheit setzt. Also ich muss sagen, jo, Last Epoch macht halt Spaß ohne Ende. Ich finde gar nichts irgendwie langweilig. Also ich spiele viel öfters Last Epoch noch alleine und teste etwas aus und ich habe einen Heidenspaß. Aber ich kann verstehen, das, was ich jetzt nicht zeige, das macht schon weniger Spaß. Aber das, was ich zeige, das macht mir so unglaublich viel Spaß, weil ich es einfach auch scheinbar schätze. YouTuber, also es gibt halt dieser Durchschnitt, der reinschaut, weil er gerade das Video sieht und kurz draufklickt und dann weiterklickt und so. Die nicht. Meine Fans sind halt auch noch nicht so zahlreich. Ich habe ja auch, jo, schon lange jetzt Videos gemacht. Ich habe nicht mehr so viele Fans, die abonniert haben. Und dürfte scheinen auch noch Last Epoch, das ist klar. Aber, ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Ja, die Schüler nehme ich mit. Jo. Es ist aber jetzt gerade nicht so die Zeit, um das Spiel zu zeigen. Von dem Fremden. Von meinen wirklich Treuen und ja. Also ihr könnt auch mal schreiben, es macht euch nicht Spaß, gell? Ich beiße nicht. Aber genau das ist es ja, oder? YouTube ist ziemlich nichts aussagen. Du kannst studieren in Analytics, du kannst ja über dein Video nachdenken, was machst du besser im nächsten Video oder so. Du kannst dich ständig verbessern, aber die Allgemeinheit ist immer das Niedrigere und du siehst halt einfach die Fans nicht gut genug. Oder die, die die Videos auch schauen. Die, die auch Spaß haben an mir. Und das macht es halt viel schwieriger. Ich nehme, ja, meine Abonnenten wachsen. Ich wachse. Aber ich sehe das nicht so dringend. Also, die Leute, die mich wirklich gerne haben, tun auch ein bisschen zu wenig Kommentare schreiben und so. Kann ich sagen. Aber, jo, ihr seid da. Also, ja, nutzt doch die Energie. Ah, ich schaue noch dir kurz die Dinge an. Die Schreine. Ah ja, und die Kiste wollte ich holen. Ja. Das am Schluss. Gehen kurz zuerst hoch. Genau, göttlicher Blitz ist ja. Nein, das ist nicht. Das ist ein ganz normaler Blitz. Das ist einfach Blitzschaden. Nehmen wir aber trotzdem mit. Nahkampf-Blitzschaden. Das ist nicht Aufwurf. Betäubung brauche ich auch nicht. Also diesen Schrein und dann runtergehen zur Kiste. Ja, und hey, irgendwie ist es leichter jetzt, viel leichter als die niedrigeren Monolithen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also es ist meistens natürlich an den Items, die wir jetzt equipped haben. Und natürlich an den Fähigkeiten und Passiven. Es gibt so viele Schreine. Okay, weil wir Geschwindigkeit haben. Jetzt sind wir dann links auch noch kurz. Wir haben ja noch Zeit. Ja, noch eine Minute. Nochmals. Oh, ich hasse Doppelschreine. Es nützt nichts mehr, weißt du? Okay, da oben lasse ich in Ruhe. Wenn der mich nicht sieht. Hab ich irgendwie. Habt ihr das gesehen? Ich habe so Stacheln geworfen. Ist das Rüstungs. Also ist das Reflexion? Habe ich irgendwo Reflexion da? Keine Ahnung. Sowas droppt. Keine Exalted einem? Habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Egal. Ja, es ist dann shit. Nö.
Aber wo sind meine ja, Hinrichtung, Niederstrecken, genau heißt. Ich sag's immer falsch. Wo, in welchem Spiel gab es Hinrichtung? Also, es ist auch hier kein Spell, ne. Irgendwo, ich komme immer auf Hinrichtung, sondern auf Niederschlagen. Was für mich einfach. Ja, ich glaube, in World of Warcraft oder in einem anderen, vor Story oder so, in einem anderen MMORPG von 2004 oder 5, 6, war irgendwie Hinrichtung so ein Blitz. Aber ich weiß nicht mehr welches. Rappels vielleicht noch. Jo. Und seitdem sage ich dem Skill hier niederstrecken, immer hinrichten. Also ich habe schon von Anfang an immer gedacht, das wäre Hinrichtung auf Deutsch. Bis es dann auf Deutsch übersetzt wurde. Und seitdem sage ich es immer wieder, weil es einfach für mich Hinrichtung ist und nicht niederstrecken. Also gut, Dankeschön fürs Zusehen und ja, viel Spaß noch mit solchen Games oder mit anderen Sachen. Zum Beispiel schaut ihr ja gerne irgendwie, ja, begnügsamere Sachen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehr gerne schaut oder ja, spielt. Tschüss!